Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe soeben die bulgarisch-griechische Grenze überschritten. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen von Bulgarien. Jetzt geht's auf nach Griechenland. Herzlich willkommen in Griechenland. Griechenland ist übrigens auch ein Land, in dem ich noch nie in meinem ganzen Leben war. Kaum vorstellbar, oder? Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Also, ich bin gerade an der Tankstelle vorbeigefahren. Ich will bloß mal gesagt haben, Benzin kostet hier 2,36 Euro. Mein erster Spot. Ich bin angekommen. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Herzlich willkommen vom Mittelmeer. Mich hat der Hunger in diese Beachbar getrieben und hier gibt es tatsächlich nur Fastfood. Aber egal, darf auch mal sein. Das Essen schmeckt echt scheiße. Boah, der Strand geht so weit. Wahnsinn. Like a child I learned to roll and turn. All the things I thought I knew. There are so many ways to think and live. It's so colorful and bright. Hier krabbeln und hüpfen irgendwelche Viecher. So Sandflügel oder so. Ich weiß nicht. Die hüpfen gleich los, wenn man zu dicht kommt. So, jetzt gibt's eine Roomtour. Ich stehe hier mit dem Auto. Und zwar, jetzt sehe ich nichts mehr. Direkt am Strand. Und da ist eine Dusche. Ich habe also ein eigenes Bad. So, und jetzt kommen wir zu den Problemchen. Hier liegt Müll en masse. Den muss ich erstmal aufsammeln, dass ich mich halbwegs wohlfühle hier. All the prejudices inside my head, I lay them by my side. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Ich guck hier aus dem Auto raus und boah, schaut mal, wer hier knallig übers Meer leuchtet. Und hier erstmal. Wow. Einen wunderschönen guten Morgen aus Griechenland wünsche ich euch. Ich stehe hier immer noch direkt am Strand und hier gab es heute schon einen herrlichen Sonnenaufgang. Ich wurde jetzt hier von diesen Barbesitzern zum Kaffee eingeladen. Naja, warum nicht? So, ich bin jetzt hier bei dem Besitzer der Bar eingeladen. Der hat mich aus dem Auto geklopft praktisch. Ich wollte gerade meinen Kaffee kochen und hat gefragt, ob er mich zum Kaffee einladen kann.
Also genau die Bar, wo das Essen gestern nicht geschmeckt hat, aber ist egal. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Eiskaffee, weil ich kein Wort verstanden habe. Hab noch ein Stück Brot bekommen und Honig. Und er hat mich auch gleich zum Mittagessen eingeladen. Also das nenne ich mal griechische Gastfreundschaft. Er hat ganz frischen Fisch hier, den er jetzt putzt. Und zum Mittag kommen wohl auch seine Kinder. Und ja, nehme ich doch gern mal an. Jetzt geht er zum Wasser den Fisch putzen. Er hat auch zwei Hunde. Der ist krank. Der hat Probleme. Und der andere, der bewacht nachts die Bar. Der kommt dann gleich zurück, wenn die Bar öffnet. Der sitzt dort irgendwo. Erstmal gucken, wo er ist. Ich werde mal hingehen, gucken, wie er den Fisch putzt. So that I can hardly see. Der Fisch hier heißt Dargana. Der lange. Jetzt geht's auf zur Strandwanderung. Schaut mal hinter mir, so weit bin ich schon gelaufen. Und ich bin hier einfach im Nichts. Aber es ist so, so schön. Und dann kann ich mich auf den Fisch freuen. Hinter mir das Gebirge, was ihr dort seht, das ist die griechische Insel Thasos. Aha, da haben wir ihn, den Kanal von Korinth. Nein, war ein Scherz. Jetzt geht's nicht weiter. Ich dachte, ich kann bis da hinten hinlaufen. Aber nein. Hier ist ein Wasserlauf. One, two, three, four. Oh, oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind just to be wild and free. Klettert ihr auch gerne auf solchen Felssteinen rum? Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind just to be wild and free. Hey! Jetzt gehe ich mal in die andere Richtung, und zwar Richtung Thasos. Da müsste es eine Kurve geben. Und ja, schauen wir mal, was hinter dieser Kurve ist. Da vorne wird es scheinbar etwas interessanter. Es scheint ein Campingplatz zu sein. Den Campingplatz habe ich jetzt hinter mir gelassen und ui, jetzt wird der Strand noch mal richtig weitläufig hier. Eigentlich wollte ich ja um die Ecke gucken. So, hier wird der Strand etwas ursprünglicher, aber er geht noch so weit, das schaffe ich gar nicht mehr, bis zum Mittagessen um 2. Schade. Ich habe jetzt mal gegoogelt, also bis zu dieser Spitze dort hinten sind es noch 7 Kilometer und dort kommt auch ein Fluss wieder aus dem Inland. Wahrscheinlich komme ich da gar nicht um die Ecke. Also drehe ich jetzt um. Wisst ihr, was ich echt beeindruckend finde? Ich bin jetzt hier schon fast 3 Stunden unterwegs und der Strand ist endlos in diese und in diese Richtung. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Also selbst auf Sansibar wird immer mehr gebaut und gebaut und gebaut. Alles zugebaut. Aber hier findet man echt noch so richtig weite Strände. Gleich bin ich wieder zurück. Ich muss sagen, da muss ich hin. Also so eine Strandwanderung ist anstrengender als eine Bergwanderung. Mir tun so die Füße weh, weil ich auch barfuß bin und ja, jetzt erstmal Füße hochlegen. So, so gastfreundlich die Griechen. Großer Gott, bin ich satt.
Ich wusste gar nicht, dass man so viel essen muss hier in Griechenland. Also ich war jetzt bei der Familie, die sind super lieb. Der Sohn war noch da, er hat insgesamt 3 Kinder. Der Sohn war mit seiner Familie da, noch ein Kleinkind. Und ich musste essen, ich musste 2 Fische essen, Brot, Salat, also griechischen Salat. Und das Härteste ist, ich musste noch die Hälfte mitnehmen. Hier habe ich noch eine große Tüte bekommen mit Kürbis, Tomaten, Auberginen, Gurke. Und hier ist noch so ein Kohlpie. Wahnsinn! Irgendwo muss hier ein Waldbrand sein. Wir fliegen auch andauernd Flugzeuge und es ist schon ein Hubschrauber geflogen mit Wasser an Bord. Alle in eine Richtung. Those things I have learned so far is that I can trust in God. There is always a provided way, and to trust is just the start. Jetzt mache ich mir zum ersten Mal auf meiner Reise richtig Essen. Schaut euch doch mal die Ausbeute an, die ich heute bekommen habe. Mega Aubergine. Die Tomaten, die sind so reif, so saftig, so herzhaft, so vollmundig. Ich bin so happy. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei der Familie bedanken soll. Aber jetzt koche ich mir erstmal einen Kaffee. Das ist mein Abendbrot. Danke, lieber John, dafür. Ich habe mir einen Salat gemacht. Da ist Kohl drin, das soll so ein Kohlpie sein. Und das restliche Gemüse, das brate ich mir morgen. Wow, schaut euch doch mal diese Stimmung an. Gleich geht der Mond auf. Und hier geht die Sonne unter. Also der Sonnenuntergang ist heute wieder wunderbar. Aber ich glaube, den Vollmond, den werden wir nicht sehen. Hier sind irgendwo Brände und das ganz diesig jetzt alles. Schade. Ich dachte schon, der Mond kommt nicht mehr, aber jetzt kommt er doch noch. Oh, der Vollmond ist doch noch gekommen. Schaut mal. Mega. Es ist so gemütlich hier, da sitzen wir am Feuer. Ich wünsche euch eine gute Nacht.